Was ist das bloß hier in Boston, das mich dazu bringt, auf die kultivierte Verlockung der fermentierten Trauben zu verzichten? Ich sitze hier mit einem kalten Gebräu in der Hand und ich fühle mich verschmolzen mit dem gemeinen Pöbel. Du bist der klassische Prolet. Freddy! Überraschung! Dad! Du stehst vor meiner Tür, unangekündigt. Das kann man auch viel kürzer sagen. Überraschung! Ja. Oh, was ist denn mit Ihrem Sohn? Wenn ich das wüsste. Er hat eine Freundin, von der ich nie gehört habe, und als ich mir Zeit mit ihm verbringen wollte, lehnte er das ab. Es ist kein guter Zeitpunkt. Hast du in Erwägung gezogen, dass er dich nicht mag? Du hast mir gefehlt und ich akzeptiere kein Nein von dir. Ich habe den Job in Harvard angenommen und eine neue Wohnung. Ich hab ihn ja lieb, aber ab und zu ist er... Er hat aber gut gerochen. Ja, er riecht immer sehr gut. Nicht da hinsetzen! Das sind Christian Lacroix-Kissen. Wir sitzen nicht auf der Couch. Nicht in Jeans. Was hältst du davon, wenn wir anstoßen? Ich hab da drüben noch einen Scotch, wenn du willst. Gut, ich hol ihn. Der ist ganz oben mit dabei. Ah, also was Edles. Nein, er steht ganz oben auf dem Regal. Grüne Plastikflasche. Heute verbringe ich Zeit mit meinem Sohn, meinen Kollegen und Freunden. Und zum ersten Mal kann ich sagen, dass Fraser Crane wunschlos glücklich ist. Das ist ja Pech. Ich hatte mir vorgenommen, sie zu verkuppeln. Ich bin in 5 Minuten bereit.